Wir haben hier ein altes Zimmertürschloss und in diesem alten Zimmertürschloss soll so eine Teil eingebaut werden. Das nennt sich Einbausicherung. Das ist ein Kreuzschlüssel, den man da reinstecken kann und dann kann man hier so eine Schließnase bewegen, die dann nachher das Schloss schließt. Das hier ist ein Zimmertürschloss mit einem Schlüssel. Und das soll jetzt also umgebaut werden, damit diese Einbausicherung da passt. Das macht man wie folgt. Erstmal haben wir ja hier die Nuss. Da habe ich mir so einen Nusshalter gebaut. Den gibt es auch im Original. Das Ganze sieht dann so aus. Das ist von der Firma Dohm. Der wird dann durch das Schloss gesteckt, durch den Vierkant und kann man dann festdrehen, damit dann das nicht auseinanderfällt. Das mache ich mal eben. Nehmen wir mal dieses Teil, dann kann man das Ganze, glaube ich, ein bisschen besser sehen. So, das Schloss öffnen wir jetzt mal eben. Sieht das Schloss von innen aus. Da ist eine Feder gebrochen, die können wir nachher noch erneuern. Da wird das Teil gleich eingebaut. Jetzt nehme ich das mal wieder runter hier. So, die können wir jetzt hier auch rausnehmen. Weil da keine Federspannung drauf ist. Das ist einfach nur ganz locker. Da fehlt die Feder. Ist gebrochen. So, dieses Teil wird jetzt so da reingebaut. Um das Ganze richtig einzusetzen, wird nochmal der Schlüssel reingesteckt. Das bauen wir mal hier aus, dann ist es einfacher. Besonders fest hier in dem Teil. Das lässt sich nicht einfach lösen. Jetzt ein bisschen brutal. Ist jetzt ein bisschen verbogen. Das mache ich gleich wieder gerade im Schraubstock. Ist nicht so schlimm. Oder wir nehmen eine neue Feder. So, jetzt kann man das ein bisschen besser erklären. Die Einbausicherung wird so reingesetzt, damit das Ganze hier funktioniert und dieses Teil immer hochgenommen wird von diesem Schließer hier. Wäre jetzt diese Position. Dann nehme ich eine Reißnadel, reiße einmal diesen Punkt hier an. Und einmal unten. So, dann gibt es einmal so eine Platte.
man da ganz genau reinlegen. Ich mache das wieder nach diesen Markierungen, die ich da gemacht habe. Dann zeichne ich das mit der Reißnadel einmal an. So, das kann man hier ganz gut sehen, wahrscheinlich über die Kamera so nicht, aber hier hat man zwei Markierungen und da werde ich jetzt 3 mm Löcher reinbohren. Das mache ich jetzt und dann zeige ich gleich, wie es weitergeht. So, ich habe jetzt hier die beiden Löcher gebohrt, habe das ein bisschen größer gemacht, das Teil. Jetzt wird die Einbohrsicherung genommen, über die Löcher einfach gelegt. Und die beiden kleinen Schrauben werden da einmal eingedreht. Die Bohrlöcher habe ich versenkt, damit die Schrauben hier glatt sind. So, das war es jetzt eigentlich schon. Jetzt kann ich den Schlüssel einmal reinstecken. Die Funktion ist auch okay. Wie sieht das von hinten aus? Da dreht der Schlüssel auch einwandfrei. So, jetzt wird der Riegel eingesetzt. Bereich sehe ich, dass der ein bisschen scheuert. Und wenn ich den ein bisschen weiter rüber schiebe, da auch. Das reiße ich jetzt wieder an, der Reißnadel. Mache mir dann eine Markierung. Auf der anderen Seite auch. So, und das feile ich jetzt mal eben raus. Jetzt zeige ich gleich, wie das aussieht. So. Das ist jetzt der bearbeitete Riegel. Den stecke ich da jetzt rein. Und jetzt gucke ich nach, ob das alles schließt. Ja. Das geht. So, das ist die Feder, die eben so verbogen war. Die setzen wir da jetzt auch wieder ein. Mal noch ein bisschen, mal gucken, ob das Ganze funktioniert. Ja. Das geht. Die geht wirklich ein bisschen schwer rein. So. Nochmal. Das funktioniert. Das funktioniert auch. Ups, einmal drüber geschlossen. So, jetzt das machen wir gleich nochmal. Also die Feder wird gleich noch erneuert. Jetzt gucken wir mal eben nach, ob das mit dem Schlossdeckel alles passt. Den muss ich noch hier noch ein bisschen aufmachen und ein bisschen größer, damit das mit dem Schlüssel passt. Mache ich noch mal eben. So, den habe ich jetzt hier ausgefeilt. Machen wir das Ganze einmal eben ein bisschen zu.
eben auf den Amboss, damit ich das ein bisschen besser einschlagen kann hier. So. Jetzt gucke ich nochmal nach der Funktion. Das ist also hier eine Einbausicherung, ein Kreuzschlüssel. Noch nicht ganz. So, jetzt ist das alles funktionsfähig. So, jetzt will ich das gleich nochmal wieder auseinandernehmen. Ich muss ja nochmal eben die Feder erneuern, die hier kaputt ist, und das ganze Schloss noch eben einmal schmieren. Ich wollte jetzt nochmal zeigen, wie schnell und einfach das geht, eine Einbausicherung reinzubauen. Also es ist wirklich in wenigen Minuten gemacht. Ich sag mal eine Viertelstunde. Dann ist alles drin, auch ein bisschen ausgefeilt, damit das Ganze passt. Jetzt ist das Schloss eine ganze Ecke sicherer als vorher. Vorher war es nur einfache Zimmertürschlüssel, da konnte man das mit dem Dietrich öffnen. Jetzt nicht mehr. Der Kunde wollte das ein bisschen sicherer haben. Das alte Schloss sollte aber erhalten bleiben. Ich hätte auch was ganz Neues reinbauen können, aber wir haben diesen breiten Stulp dann nicht mehr. Und diese Abstände sind auch andere. Das heißt, ich müsste an der Tür ziemlich viel umarbeiten, in dem Schließblech. Und an der Tür selber auch. Und er möchte gerne die alten Griffe und das alte alles erhalten lassen. Daher wird so eine Einbausicherung eingebaut als Alternative. Und ja, die Arbeit ist fertig. Ich kann das Schloss wieder zum Kunden bringen, einbauen. Und der wird sich freuen.